Hi, mein Lieben, wir sind zurück zu Kapitel 12, die sich dann nennt die Fahrt. Gott sei Dank, dir geht's gut. Und wir haben Joseph wieder getroffen. Wie bist du hergekommen? War nicht leicht. Zumindest hatte ich nicht noch mehr Vorfälle. Brillenverlust oder was? Hey, ich habe uns einen fahrbaren Untersatz aufgetrieben. Ja, cool. Läuft das Ding noch? Zeit, das rauszufinden. Scheiße! Was machst du? Wo kommst du jetzt her? Antworte mir. Was, ein Bein? Ein sehr behaartes Bein. Ja. Oh nein. Ja, kann ich mal kurz ich würde gern meine umbringen zu lassen. Okay. Kann ich rennen? Ja. Es ist zu weit weg. Ja. Ich habe keine anderen Bolzen mehr. Scheiße. Okay. Ich weiß nicht, wie lange wir hier noch sicher sind. Gut, ist mir egal, ich brauch Bolzen. Ich habe keine Teile. Scheiße. Na toll. Ja, dann. Was kommt jetzt? Sebastian, sie sind über uns. Achtung, wir haben Dynamit. Ich nehme mal die normale. Nein! Au! Scheiße! Von wo über uns? Ach, Kacke, ey. Das ist ja toll. Von rechts. Nächster. Okay. Wo sind die Kisten? Gute Nacht. Wo? Anderen Seite. Sie schießen von oben. Ja, ich sehe gerade nur niemanden. Ach da. Ja. Ja. Es kommen noch mehr. Ja. So, mein Freund. Über uns. Ja. Es sind so viele. Noch mehr. Ja. Sehr, sehr gut.
Ja. Sehr schön. Gut. Ihr macht es sehr schön. Gegner voraus! Überlass die mir. Wo denn? Das war knapp. Kann ich mal hier raus? Da lag Muni draußen. Ach. Na toll. Was ist jetzt mit der fetten Spinne? Die sind wir doch bestimmt noch nicht los. Fahren wir hier links. Aha. Sag mal, wie ist das denn eben passiert? Scheiße. Kann ich meinen, ich hätte gern... Ja, danke. Dass ich den wieder haben darf. Okay. Gib Gas. Okay, ist das ein Hinweis? War kein Hinweis, schade. Wo fahren wir hin, Joseph? Ich habe eine Theorie. Wir werden hier kreuz und quer durchgeleitet, als ob jemand uns steuern würde. Daher ist es fast unmöglich, sich hier zu orientieren. Aber das Licht der Beacon-Nervenklinik liegt immer in der Ferne. Dieses Ding, an das ich angeschlossen war, das habe ich jetzt an mehreren Orten gesehen. Hm? Ja, ich auch. Ich bin nicht sicher, aber es scheint immer genau dasselbe Ding zu sein. Zumindest habe ich bemerkt, dass ich jedes Mal, wenn ich so ein Ding sehe, dem Leuchtturm näher bin. Es könnte Zufall sein, aber wie ich schon sagte, es scheint, als stecke hinter all dem eine Art Intelligenz. Du meinst also, wir sollten direkt zur Sache kommen und zur Klinik fahren? Exakt. Gute Arbeit, Detective. Der Weg rechts scheint direkt zur Klinik zu führen. Nein! Joseph, nein! Bring uns einfach hier raus! Da ist ein Krankenwagen. Vielleicht gibt's dort Verbandszeug. Ich gehe. Nein, ich mach das. Lass niemanden. Lass sie doch gehen! Warte mal, ich werde mal ganz kurz. Ich habe eh keine Magnum-Munition, darum werde ich die jetzt mal schnell aufbrauchen. Munition alle? Ja. Ich werde sie einfach jetzt mal schnell aufbrauchen. Das hat ihn so gar nicht interessiert. Ah, Streichhölzer. Die brauchen wir. Wo ist unser Bus eigentlich? Hier, okay. Also ich kann hier jetzt nochmal
nach Muni gucken. Interessiert sie nicht. Gut, hier ist nichts. Also ich muss hier lang. Ach komm, Mäuschen, du hast doch schon einen Pfeil im Dings. Da muss man sich da jetzt nicht so anstellen. Ne? Meine Gesundheit ist nicht gerade die beste. Stelle ich gerade mal so fest. Soll ich jetzt mir eine Spritze... Ich sehe nichts. Soll ich mir eine Spritze reinjagen? Oder... Ja. Okay. Die Bombe mit erledigt? Nee, leider nicht. Ah, du Arschloch! Fallen gelassen? Nee. Darf ich jetzt bitte? Diese Bombe entschärfen. Danke. Ich weiß halt nicht, wie viele da sind. Wie habe ich noch? Drei noch. Pumpgun habe ich nur noch. Da habe ich ein paar mehr. Okay. Vielleicht sollte ich mal auf das Scharfschützengewehr zugreifen. Genau. Ich hoffe ja hier immer noch irgendwas zu finden, aber hier ist wirklich nichts. Ja, ich hab dich gesehen, vergiss es. Und jetzt bist du dran. Wisst ihr was? Dass ich dieses Risiko jetzt gerade nicht eingehe. Egal, ob das jetzt einer als sinnvoll erachtet oder nicht, ich benutze es jetzt. Ich habe genug Spritzen und ich werde auch noch mehr als genug Spritzen finden. Da hinten ist, glaube ich, noch eine Bombe. Komm, erhol dich. Erhol dich, wir müssen weiter. Da gibt's Saft. Und Patronen. Das ist...
Und noch Granate, das ist auch schön. Jetzt, da war noch was, ich habe es gesehen. Nochmal Patronen. Okay, ob jetzt... Ich sehe kein Auge im Moment. Das ist Saft. Es lohnt sich doch immer wieder. Jetzt muss ich gucken, wie ich da... Verstecken, ich will mich nicht verstecken. Ah ja. Ich sehe jetzt hier auch niemanden. Aktuell mehr. Doch. Irgendjemand sieht mich. Aber wer und wo? Noch einer ohne Fahrschein? Nee. Okidoki. Sehr schön. Noch was? Was? Eine Spritze. Die ich jetzt nicht gebrauche. Okay. Und ein Kartenteil. Ja gut. Die Spritze, ja. Vier können wir mitnehmen mittlerweile. Vier, ja. Schade. Okay. Ich hätte also das Medikit. Ich hätte es bis ohne Medikit bis hierher ausgehalten. Na gut. Ja! Ich werde die Spritze doch noch brauchen. Kann ich da durchgucken? Da sollst du durchgucken. Nee, das geht leider nicht. Nee, von hier geht's nicht. Auf den Krankenwagen. Scheiße, das. Ich sehe nichts. Ich kann von hier nichts sehen. Scheiße. Da. Aber von hier kann ich nichts erreichen. Okay. Okay. Ja. Duck dich doch mal, du Idiot.
so dämlich sein. Ja, jetzt komm. Nimm die Munition noch auf und dann, die Frage ist jetzt, wie spawnen die immer, oder? Ich muss an das Maschinengewehr. Ja. Ja, das machen wir jetzt. Wenn du den Weg nach oben schaffst. Also da hätte ich mir wieder die Munition sparen können. Aber anscheinend kriege ich in solchen Situationen Patronen wieder. Stelle ich gerade fest. Scheiße. Wir müssen hier raus. Ja, fahr jetzt, los. Ich fahr einfach durch. Das wird haarig. Ach, komm. Spaß. Oh, Ruwik, nicht jetzt. Da oben. Na, mit den Schuhen unterwegs zu sein, ist ja auch mutig. Kapitel 12. Überlebt. Wunderbar. So, ich werde jetzt mal was essen.
ich nehme jetzt hier schon ein paar Stunden auf. Und ich würde uns sagen, wir sehen uns zur nächsten Folge wieder. Ich danke euch. Bye, bye.